Ausnahmsweise. Tag 7. Ah, jetzt kommt das mit Hofarbeit. Warum kam das vorher nicht? Weil wir nicht rechtzeitig im Bett waren? Weiß ich nicht. Vielleicht nicht hier ausgeschlafen. Was heißt das mit diesem Plus? Achso, ich kann reingucken. Hast du die Pastinaken verkauft? Achso, das waren die aus dem Hof, oder was? Nee, ich hab die verkauft. Ich hatte die geerntet und dann... Ja, ich meinte ja, die vom Hof. Ja, ja. Das war ich. Sind wir eigentlich gestern auch um 6 dann aufgestanden? Ja, ich glaube, man steht jeden Tag um 6 Uhr auf. Auch wenn man erst um 0 Uhr ins Bett geht. Ja. Okay, aber hast du die Dingsquest abgegeben, die Schleimquest? Die erlaubt einem doch nur einfach, sich da in die Abenteuer wieder zu bringen. Ja, aber ist die bei dir beendet, wollte ich damit fragen? Ja. Okay, bei mir nicht. Dann laufe ich jetzt mal zur Mine und mach das mal. Ach, ein Häschen war das vielleicht. Kann man bestimmt fangen. Bist du mit dem Fahrstuhl runter oder wieder von oben? Mit dem Fahrstuhl. So, Steine haben wir genug, aber so ist die Kupfer will ich mitnehmen. Kommen die Gegner eigentlich immer wieder? Wie meinst du das? Naja, wenn man das Gebiet verlässt und dann wieder runter in die 10. geht, sind dann immer wieder Leute da? Ja. Ich bin geslaut. 2 Schleimer auf einmal sind nervig. Ja. Am besten ist ein Schleim, der in der Ecke steht. Gegen die Wand. Übrigens, mein Inventar ist nicht größer, ja? Du hast mit dem Geld nur für dich was geholt, scheinbar. Sicher? Hm? Oh. Heißt, beim nächsten Mal wäre es, hätte ich dann eher Prio. Oh, ich habe erst 10 von 28 Leuten begrüßt. Was hast du? 10 von 28 Leuten begrüßt. Achso. Also das ist tatsächlich auch dieselben Quest. Das ist hier eine reine Schleimetage, glaube ich. Dieser grüne Gang. Oh, da ist ein blauer Schleim. Ja, du hast also auch die Slime-Etage. Sieht wahrscheinlich bei allen immer gleich aus, oder? Mhm. Da liegt ein Rucksack oder irgendwas. Oder wo hast du den Rucksack denn, das Upgrade denn gemacht? Vielleicht kann ich mir das ja kaufen. Bei Pieres. Der verkauft das einfach. Vielleicht kann ich es mir ja abholen da. Ja, kostet aber 2000, oder? Das weiß ich halt nicht. Vielleicht kostet es für mich ja nichts, weil du das schon mal gemacht hast. Hoffentlich ist es so. Ich hoffe auch, weil sonst wäre es ein bisschen doof. Plus 13 Energie, plus 15 Gesundheit. Wie esse ich das jetzt? Du gehst auf das Item und drückst Rechtsklick. Außer du spielst bei Controller, da kann ich die nicht essen. Nee, ich spiele mit Dings, aber ich kann es nicht essen. Scheinbar. Wie hängt das Inventar, habe ich jetzt das Gefühl. Das ist eine Alge. Wie viel brauche ich denn noch? Bestimmt nicht viel. Achso, ich hab's.
Dann brauche ich nur noch einen Ausgang. Kann man mit diesem Monsterfleisch dann auch noch was machen? Verkaufen? Ich habe aber auch noch keinen Nutzen für die mitbekommen. Du bist jetzt welches Level schon? 20 hast du gesagt, ja. Welches Level? Na, du, oder nee, 20 Stunden hast du gesagt, hast du es jetzt auch schon gespielt. Ja. So viele Steine. Da bist du. Wieso? Steine. Ja, ich habe keinen Platz mehr für Steine. Da hast du noch mehr Steine. Ah, hier ist der Ausgang. Wieder so ein Schleimstern. Scheiße. Ich bin schon wieder fast tot. Oh ne, die können durch die Dings fliegen, das ist ja nichts. Ich will nicht sterben. Ich brauchte ja gar keinen Fahrstuhl, man kann hier einfach so raus. Hätte ich das früher gewusst. Ich verrecke bald an der Kombo von den. Von dem Schleim. Mit der Fliege. Sorry. Die Fliegen sind aber auch echt fies. Also so Monster-Loot kann man einfach weghauen, wie vom Schleim zum Beispiel. Ja. Außer du findest noch einen Nutzen dafür. Ach okay, der zählt alle Monster, die wir gekillt haben. Aber damit müsste ich da jetzt schon mal einen Typen mehr haben. Ey, ich war hier definitiv noch nicht und trotzdem zählt es nicht, mit ihm gesprochen zu haben. Also zählen nicht alle rein in die Quest oder was? Hier ist eine kaputte Brücke. Okay, da kommt man nicht weiter. Weißt du noch, wo dieser Taschenhändler war? Ja, der ist direkt bei dem Marktplatz. Wenn du gerade hier bist, kannst du mich hinbringen? Das ist nicht schwer zu finden. Das ist auch der Ort, wo man sich die meisten Samen, also die Pflanzen, kauft. War es denn ein Gemischtwarenladen oder? Ja, ja. Ach, zählt er auch nicht. Warum habe ich denn schon so viele Leute überhaupt? Warum bist du so schnell? Ah ne, es sah nur so aus. Die Geschäfte machen dann bestimmt 18 Uhr zu. Ne, hat noch offen. Ne, kostet 2000. Schade. Ja. Dann sollten wir uns doch zuerst irgendwelche Samen kaufen. Weiteres Geld, oder? Was ist denn hier? Da ist noch eine Kirche mit drin. Hey, zwei Leute. Die kannte ich scheinbar noch nicht. Das heißt, ich habe jetzt 26 von 28. Ui. Ich habe noch so einen Leuchtring gefunden.
Willst du auch einen haben? Ich habe noch gar keinen Ring, ja, klar. Das sieht aus. Hat er den schon ausgerüstet? Nee. Ob ich dann nachts noch schlafen kann, wenn der Ring leuchtet? Ja, vielleicht sind wir auch durch den Ring nur verstrahlt. Da kann man doch sicher schlafen. Ja, Hofbuch aktualisiert. Oh, man kann sich Pizza kaufen. Mache jemand ein Geschenk. Okay, also ich habe jetzt mit allen Leuten gesprochen, scheinbar. Also die Begrüßungsfrist fertig. Ja, ich habe erst mit der Hälfte der Leuten geredet. Ich glaube, ich werde noch eine Weile. Was ist das? Weiß das ist ein Arcade-Spiel. Witzig. Witzig wäre gewesen, wenn wir aber auch im selben Spiel sein könnten. Ja. So, na dann mal zurück, ist schon dunkel. Oder passiert irgendwas? Man sieht, wie der Penner aus dem Müll was klaut. Vor allem, du bist mitten in meiner Videosequenz. Du läufst halt mitten rein. Ich glaube, hier sollte sich das abspielen. Mhm. Und neben der Tonne steht halt noch der Alter. Und ich stehe vor der Tür und spreche mit dem Georg. Ja, da kommt noch eine Entscheidung, die du treffen musst. Nein, es wäre eine Schande, das Essen zu verschwenden, klingt ja richtig, aber nein, aber du solltest dir einen Job suchen, klingt auch nicht falsch. Aber dann ist die Last, der letzte Nebensatz von anderen zu schmarotzen soll er aufhören, das klingt irgendwie so böse. Aber wenn ich sage, er soll das Essen nicht verschwenden, dann sage ich ja, er soll weiter nur Dings klauen, Essen, Mülltonnen durchsuchen. War wahrscheinlich nicht die gute Antwort. Jetzt sucht er in der nächsten Tonne. Einfach weitergehen. Es wird spät. Ja, die Sequenz läuft noch. Jetzt kann ich mich bewegen. Oh nein, wenn du sagst, es wird spät, dann ist es ja schon nach 0 Uhr. Ich bin gleich da. Was ich lustig fände, wenn man nach einer Zeit auch Halluzinationen bekommt, wenn man zu wenig schläft. Und wie äußert sich das? Oder, Wie äußert sich das? Weiß ich nicht. Oder vielleicht ein paar Augenringe? Das hast du nur gelesen, oder was? Nee. Das war einfach nur die Idee von mir. Irgendwas ist aus meinem Haus, glaube ich, verschwunden. Ja. Ja, ich dachte, über meinem Bett rechts neben meinem Tisch stand da noch was anderes. Nee, ich glaube nicht.
Okay, was haben wir denn für Quests? Mache jemandem ein Geschenk. Erreiche Ebene 40. Tiere aufziehen. Wie ein robuster Ring. 10 Kupferbarren. 5 verfeinertes Quarz. 10 Erdkristalle. Halbiert die Dauer von negativen Statuseffekten. Wo hast du das gelesen? Ich kann das jetzt craften. Habe ich über Nacht gelernt, glaube ich. Aha, warum das? Weil ich eine Stufe in der Mine aufgestiegen bin. Durchs Kämpfen. Ja. So, Sachen pflanzen wolltest du, ja? Ja. Das ist immerhin der beste Weg, um an Geld zu kommen. Besucht Schleimjäger zum Erlegen von grünen Schleim in der örtlichen Mine. Mach ich. 480 Gold. Ist eine Quest? Ja. Hast du die aus der Pinnwand oder wo? Ja, von der Pinnwand. Ich glaube, das könntest du auch machen. Achso, zusätzlich. Ich mache gerade unser Grundstück eigentlich ein bisschen schick und schmelze dabei immer das Erz. Wie viele Schleime sind es denn, die man töten muss? 8. Einfach zu dieser Schleim-Mäden. Okay. Mm, aber es waren ja da, waren ja auch trotzdem auch nur 3 oder 4. Wie ich einfach mal jedes Mal gegen den Dings haue. Ansonsten ja, diesen Hühnerstall bauen, würde ich sagen. Damit wir questmäßig auch weiterkommen. Ja, das ist doch eigentlich sehr teuer, oder? Ich weiß es nicht, vielleicht kriegen wir aber dadurch dann noch Geld. Oh, jetzt kommt eine Sequenz. Boah, und ich sehe sie auch. Wo du in der Mine warst? Gerissen. Toll, und jetzt bin ich nicht mal mehr in der Mine. Darf ich hier wieder vorbeilaufen? Du wolltest einfach nur durch das Bild laufen, gib's zu. Ach so, damit überspringe ich komplett. Hm, das wollte ich jetzt auch nicht. Hm. Pinnwand habe ich, aber ich sehe nicht diese Quest. Rattenproblem. Untersuche das Gemeinschaftszentrum. Das ist Hauptquest, glaube ich. Egal, dann kümmere ich mich um das Rattenproblem. Ich habe kaum Energie. Da ist eine Ratte. Hä? Und weg ist sie? Hier ist halt eine komische Runentafel. Ich sehe keine Ratten. Fetter Tresor. Krass. Ich sehe keine Ratten. Ich hatte einmal kurz was gesehen, aber ob das eine Maus war, keine Ahnung. Die ist dann verschwunden.
Hä? Seitdem ich das Gebäude betreten habe, sehe ich keine Quest mehr. Mit dem Ratten vernichten. Nee. Das ist ja komisch. Aber an der Pinnwand ist auch keine Quest mit, denkst du mich? Ja. Muss jetzt zu Lebus gehen und abgeben. Alter, die tanzen hier. Morgen hat einer Geburtstag. Und wir haben ja noch eine Quest. Glaube ich zumindest. Ach ja, jemandem ein Geschenk machen. Ja, ich hab die Quest nicht. Ich muss es noch anmachen. Ach, die Leute, ja, stimmt. Wo war denn Lebes? Rechts war, glaube ich, ja nur Clint. Guten Tag. Guten Tag. Nö, dann mach ich bei unserem Grundstück weiter. Bei Bäumen rausreißen und Co. kriegt man ja auch Samen. Ja. Aber nur für weitere Bäume. Achso. Das Kupfer heben wir eher auf, oder? Ja, ja. Das kann man ja noch zum Verbessern von Werkzeugen benutzen. So, Schleimer hast du gesagt, kann weg. Ahornsamen. Wenn ich jetzt noch weiß, wie das angeln ging. Ah, okay. Das erste, was ich geangelt habe, rate, was es war. Ein Stück Müll. Quasi, ja, eine kaputte CD. Schon wieder eine CD. Gibt es hier nur CDs bei uns? In unserem Teich gibt es, glaube ich, nur Müll. Dunkel, langsam. Ha, eine Brille. Bist du hier unterwegs bei uns? Wie bitte? Bist du hier bei uns unterwegs? Ja. Okay. Ich will ja nicht sagen, aber ich glaube, das Feld ist sehr groß angesetzt.
Gehen wir so 23 Uhr ins Bett oder so. Ja, ja. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Dann können wir auch früher ins Bett gehen. Sollten ja auch unbedingt eine Vogelscheuche hinstellen. Nicht, dass die bösen Raben noch kommen. Oben, da ist eine. Ich wusste nicht, ob die jetzt wirklich irgendwie einen Effekt hat. Ja, im Radius von 15 Blöcken sorgt ihr dafür, dass keine Raben unsere Ernten fressen. Ja, sehr gut. Na dann können wir ja schlafen.